Also hier sind meine Belegexemplare aus dem Genre Science Fiction, wobei vielleicht der wichtigste Teil hier steht, etwa die violette Reihe des Suhrkamp Verlags. Eine ganz wichtige Sache für mich wurden die deutschen Hörspiele. Herbert W. Franke gehört zu den renommiertesten deutschsprachigen Autoren des Genres Science Fiction. Die europäische Entwicklung dieser Literaturgattung in der Nachkriegszeit hat er wie kaum ein anderer mitgestaltet. So widmete ihm die Fantastische Bibliothek in Wetzlar die europaweit größte Sammlung einschlägiger Literatur zum 90. eine öffentliche Geburtstagsfeier. Ein Menschen, den nicht nur ich ganz persönlich sehr verehre, sondern auch wahrscheinlich eine Reihe von euch, der für viele von uns Mentor geworden ist, Freund geworden ist, an dem wir uns literarisch orientieren, an dem wir uns auch so ein bisschen geistig orientieren. Und Frankes vielfach ausgezeichnete Werke präsentieren dem Leser ganz unterschiedliche Modelle des Zukünftigen. Und das stets verpackt in spannende Handlungen. Ein ganz besonderes Schmankerl aus der facettenreichen Welt der frankischen Zukunft ist Der Kristallplanet, ein Theaterstück, das der Autor eigens für Figuren am Draht geschrieben hat. Meine Absichten sind gut. Deine Absichten sind gut. Deine Gedanken sind friedlich. Sagst du die Wahrheit, dann öffne deine Gedanken. Seit seiner Uraufführung 2008 gehört Der Kristallplanet zum gern gesehenen Repertoire im Marionettentheater von Bad Tölz. Hier wurde Franke 2017 im Rahmen einer Gala-Vorstellung für sein umfangreiches literarisches Werk der European Grandmaster Award übergeben. Die Auszeichnung der European Science Fiction Society erhielt damit erstmals ein deutschsprachiger Autor. Doch der promovierte Physiker hat nicht nur als Schriftsteller viel publiziert, sondern ist auch Wegbereiter und Pionier algorithmischer Medienkunst. Schon in den 50er Jahren experimentierte er mit Analogrechnern für die Produktion von Bildern. Seit den 60er Jahren nutzt er Digitalcomputer. Waren es zuerst Großrechner, stieg Franke bereits mit den ersten Personal-Computern in die Welt der Kleinrechner um, wobei er diesen, trotz anfangs geringster Speicherleistungen, dynamische Bilder entlockte. Besonders faszinierten ihn die neuen interaktiven Möglichkeiten der digitalen Technik. So ist Franke bis heute auch in der bildenden Kunst immer auf der Suche nach der Zukunft, nach bisher unbekannten, algorithmisch entwickelten Ausdrucksmöglichkeiten, die es dabei experimentell zu erforschen gilt. Für Franke bietet der Künstler seine Werke der Gesellschaft als ästhetisches Wahrnehmungsangebot an, für die individuelle Interpretation durch das Publikum. Auf diese Weise wirkt der Künstler auch bei jeder Rezeption, denn jeder Wahrnehmungsprozess ist immer auch ein Lernprozess, sagt Franke. Die Staatliche Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe hat Herbert W. Franke jetzt die Ehrendoktorwürde verliehen, als Grenzgänger zwischen Naturwissenschaft, Philosophie und Kunst, wie der Rektor der Hochschule Siegfried Zielinski in seiner Laudatio ausführt. Seine Bildwelten sind intellektuelle Welten. Denkbilder im unmittelbaren Sinn des Wortes. In seinen Grafiken, in seinen Animationen und interaktiven visuellen Forschungen kann man sein Reflektieren über die Mathematik, über die Bedeutung und den Charakter von Formeln, sein Nachdenken über das, was die Künste wissen und die Grenzen dessen, was das Wissen kann, eindrucksvoll und sinnlich betrachten.
Beim Festakt wurde die von Philipp Ernst zu Ehren Frankes entwickelte Komposition Parsifal Descending the Gradient uraufgeführt. Sie entstand 2018 nicht von Menschenhand, sondern mit Hilfe künstlicher Intelligenz. Oder, wie es der Experte nennt, das Stück basiert auf neuronalen Netzen. In diesem Fall war es die Analyse von Wagners Parsifal, vor allem dessen Vorspiel. Und dann entstand daraus in Kooperation mit dem Menschen, dem Programmierer und Künstler, eine neue Komposition. Das Programm erlaubt also nicht nur musikalische Stilistiken von Komponisten statistisch zu analysieren, sondern damit auch Kunstwerke zu schaffen und sogar verschiedene Stile zu neuen polyphonen Harmonien zu aggregieren. In diesem Fall ein Stück, das Stilistiken von drei Komponisten mit künstlicher Intelligenz verband: Richard Wagner, Georg Friedrich Händel sowie Erik Satie. Ein Beispiel dafür, dass Frankes Idee einer algorithmischen Kunstmaschine in den 50er Jahren erstmals publiziert, inzwischen Wirklichkeit geworden ist. Peter Weibel, Vorstand des ZKM, betont in seinem Grußwort, dass Franke noch ein echter Homo Universalis sei, wie wir ihn aus der Renaissance kennen. Einer Zeit, in der Wissenschaft und Kunst eine Einheit bildeten. Also Herbert Franke hat als echter Künstler das Unmögliche, Utopische ins Auge gefasst und als echter Wissenschaftler das Unmögliche möglich gemacht. Als Wissenschaftler hat er seine Theorien mit empirischen Experimenten verifiziert. Und als Künstler hat er seine Kunstwerke als Ausgangspunkt für neue Theorien vorgenommen. So war er immer an der Front der Forschung ein elektronischer Missionar, ein Renaissance-Man, wie der Amerikaner sagen würde. Der Geehrte führte nach seinen Dankworten noch durch einige Leitmotive seines Lebens, die die vielfältige, immer intellektuell untermauerte Entdeckertätigkeit dieses Wanderers zwischen den Welten gut beleuchten. Die Entdeckung der C14-Methode für die Datierung von Tropfsteinen kam Franke bei seiner ersten Expedition kurz nach Kriegsende im österreichischen Hochkarst. Er nutzte die ungeliebten Wartezeiten für kreative Gedankenspiele. Was mir dann bald einfiel, das war die Tatsache, dass man über das Alter der Tropfsteine sehr verschiedener Ansicht war. Und ich dachte darüber nach, ob ich als Physiker nicht eine Möglichkeit sehen könnte, etwa das Alter der Tropfsteine zu bestimmen. Dann die Entdeckung der apparativen Kunst mit einer neuen Stilrichtung der generativen Fotografie. Also Fotografie, die sich nicht mit Abbildern begnügt, sondern die etwas erzeugt mit Hilfe des Fotoapparats. Seine Theorie zur psychologischen Wirkungsforschung in der Kunst hat er mit eigenen computerkünstlerischen Werken experimentell ausgelotet. Wir haben also einen Wissenschaftler, Naturwissenschaftler und Physiker, war mir das ganz klar, dass eine Theorie eigentlich durch Messungen und dergleichen unterstützt werden sollte und habe zumindest zeigen können, dass es in der Kunst auch möglich ist. Und zuletzt die Entdeckung der Marshöhlen.
Diese theoretisch abgeleitete Vorhersage von Höhlen auf einem fremden Planeten entwickelte Franke anhand der Bildung von Lavahöhlen, wie wir sie auch auf der Erde beobachten. Erst viele Jahre später wurden typische Höhleneinsturzlöcher auch auf Marsbildern von NASA-Sonden nachgewiesen. So schloss sich für Franke der Kreis, denn der Mars spielte in seinem Leben schon ganz früh eine wichtige Rolle. Mit »Der Ruf der Sterne«, dem ersten Zukunftsroman, den er als Jugendlicher auf Anraten seines Vaters gelesen hatte. Ja, der hat mich überaus begeistert und ich glaube, dass dieser Einfluss auch mich dann später dazu gebracht hatte, bei meinen schriftstellerischen Versuchen in die Zukunft zu gehen und Kurzgeschichten und Romane zu schreiben, die auf Himmelskörper spielen und die auf große Fernen der Zukunft angesiedelt sind. Das Letzte, was ich hier erwähnen kann, ist das, dass diese schriftstellerischen Versuche erfolgreich waren. Ich habe eine Menge Leser gefunden. Ich glaube auch, dass diese Art, etwas zu schreiben, wichtig ist, weil man die Menschen dazu treibt, einmal über die Zukunft nachzudenken. Seit Ende 2017 wird im ZKM auch das umfangreiche Herbert W. Franke-Archiv aufgebaut und für die Forschung erschlossen. Dass Herbert W. Franke und seine Frau Susanne Pech sich, als ich sie gefragt habe, ob sie sich das vorstellen könnten, tatsächlich für das ZKM entschieden haben als zukünftige Heimat des Archivs, lag vielleicht sicher auch daran, dass wir uns relativ schnell einig waren, dass dieses Archiv zusammenbleiben soll, dass nicht ein Teil an ein Institut für Speleologie geht, ein anderes ein literaturwissenschaftliches Institut und die Kunst vielleicht für uns, weil diese Dinge nicht zu trennen sind. Und das entspricht natürlich auch der Arbeit hier im ZKM und der Grundvorannahme, dass wir versuchen, die Grenzen zwischen Kunstwissenschaft und Technik nicht aufzulösen, aber doch einen Austausch zu fördern. Ein Teil des ausgesprochen umfänglichen Archivs aus über 70 Jahren aktiver Tätigkeit wurde dem ZKM inzwischen als Vorlass übergeben. Ich habe Herbert W. Franke gefragt, was er sich eigentlich wünscht für die Nutzung dieses Archivs oder was er sich erhofft. Und er sagte, in diesem Archiv liegen so viele Ideen, die er nicht ausgearbeitet hat. Und er hofft, dass Forscher, Wissenschaftler, Künstler kommen und diese Idee dann doch noch ausführen. Und was sicher diese unterschiedlichen Bereiche seiner Tätigkeit verbindet, ist eine absolute Furchtlosigkeit in dem Entwurf und der Entwicklung von Ideen. Und diese Ideen, die grenzenspezifischen Fachwissens sprengten, waren eine wichtige Grundlage für diese besondere Ehrung aus der Wissenschaft, für einen Menschen, der sein Leben lang außerhalb der universitären Institutionen forschte. Den Ausklang der Veranstaltung schließlich bildete noch ein entspannter Talk der großen drei, der praktischen wie der theoretischen Medienkunst. Der Hausherr des ZKM fasste die Leistung von Herbert W. Franke am Schluss mit einer ganz speziellen Betrachtung dann noch so zusammen. Weil ich glaube, denn die Höhlenforschung, jetzt nach mehr wie 60 Jahren, wird sie zeigen, ist ein größtes utopisches Science-Fiction-Projekt. Und hier bist du auch wieder ein großer Pionier, eben der Deszendenz, des Blicks auf die Erde, die wir retten müssen, nicht der Blick nach oben. Ja? Wir müssen die Erde durchforschen, nicht den Himmel. Darum bist du wieder ein großer Pionier.